Hallo ihr Lieben. Guten Morgen. Wir melden uns heute vom Epidaurus Theater und was es sonst noch hier auf dem Gelände alles gibt. Ja, im Theater sind wir gerade nicht, weil im Theater ist gerade Theater. Ja, also wie die Ameisen. Es sind gerade 3 Schulbusse, glaube ich, mit Schulklassen rausgefahren, direkt vor uns. Und die befinden sich jetzt gerade alle im Theater. Ein Gewusel und Geschrei. Ja. Drum haben wir uns erstmal der archäologischen Seite zugewandt und befinden uns jetzt hier vor dem sogenannten Katagogion. Ja, das heißt, oder das bedeutet auf Deutsch Herberge, und es war im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut worden mit einer Fläche von über 5800 Quadratmetern. Und es war dafür gedacht, dass alle, die zu diesem Heiligtum pilgern, unterkommen. Und auch Kranke und denen ihre Begleitpersonen sozusagen unterkommen. Auf Deutsch gesagt, ein Hotel. Ja, und, ja, es waren so ungefähr 160 Räume, vermutet man. Ja. Und über mehrere Etagen, und man konnte sie auch voneinander trennen, wenn jetzt da irgendwelche ansteckenden Krankheiten ausgebrochen waren und so weiter. Also ein riesengroßes Man Teil. Vermutet auch, dass es zweistöckig war, das weiß man wohl nicht genau. Ja. Genau. Weil hier natürlich nur noch die Trümmer rumliegen, und man hat dann halt rekonstruiert, wie groß das Ganze mal war. Sicherlich hat man wahrscheinlich irgendwo auch Aufzeichnungen gefunden. Ja, und wie immer ist es dann auch so gewesen, dass man die Steine, die man hier gefunden hat, am Anfang auch dann schon für andere Bauten verwendet hat. Das war in Griechenland so üblich. Ja, nicht nur in Griechenland, es war überall auf der Welt so üblich. Was man sie weiterverwendet hat. Ja. Okay, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Nehmen wir euch mit. Stehen wir hier? Vor den griechischen Bädern. Ja, die haben sie halt so ein bisschen später gebaut wie die römischen. 300 vor Christi, und deswegen wurden die als griechische bezeichnet. War halt so eine Badeanstalt auf Deutsch gesagt. Die hatten hier so, ich sag mal, Wasser, steinerne Wasser. Rinnen. Da sieht man, da fängt es an. Juli sucht immer nach den, das ist wie Hängeschubs. Ja. Hier befinden wir uns vom Hestiatorium-Komplex. Kann man aussprechen. Ja, letztendlich war es ein Speisesaal, wo wahrscheinlich Opferspeisen stattfanden. Also man ein hat Bankettsaal hier, steht hier. Ein Bankettsaal, okay. Cool, ne? Hört sich natürlich besser ja, an. Ja, größer. Also auf Deutsch gesagt, da haben die zum Teil die Speisen geopfert, den Göttern, und haben den anderen Teil selber gegessen. Wie hieß der Kult? Die wurden von, auf der Prozession sind die hierher und haben hier dann das geopfert. Und zum Teil genau wurden die dem Gott geopfert, und die Reste wurden dann von den Anbetern verzehrt. Genau, das hieß der Eskio... Asklepios-Kult. Asklepios-Kult. Also diese Wörter sind immer echt die Schau. Ich bin froh, dass ich das nicht lernen muss und irgendwo vortragen. Asklepios-Kult. Thank you.
Soll ich einen Vortrag halten? Welches Thema? Hast du ein Thema für mich? Sonst dauert es länger ohne Thema. Ohne Thema rede ich 2 Stunden. Habt ihr das alle gehört? Das wirst du hier echt nachhalten. Bitte schön. Hast du mich gehört? Ja. Echt? Ja. Wahnsinn. So. Ich schnaufe noch ein bisschen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir oben im, ja. Epidaurus-Theater. Theater. Ja, jetzt habe ich noch, ich habe immer Stadion im Kopf, aber wir sind in einem Theater. Da waren wir schon. Ja. Also ich habe gerade unten gesprochen. Ich glaube, man hört es aber im Video nicht, weil natürlich das Video die Nebengeräusche, die kommen, aufnimmt und da jetzt doch relativ viel los ist, hört man mich wahrscheinlich nicht. Beeindruckend ist es, wie man sich unten selber hört. Also es klingt... Okay, also man muss dann doch etwas lauter sprechen, weil in der Beschreibung stand, dass man hört, wenn ein Papierschnipsel unten zerrissen wird. Ja, aber nicht, wenn so viele Touris rumlaufen und neben der Kamera, die ich dann oben halte, dann auch noch die Kinder schreiend vorbeilaufen, dann hätte ich ein bisschen, sich das Mikro danach. Hätte ich ein bisschen lauter sprechen müssen. Aber also ich habe alles verstanden. Du hast, die Julia hat alles verstanden, mal schauen, ob ihr was hört. Was beeindruckend war an der ganzen Geschichte, ist auf jeden Fall, wenn man sich selber hört. Den Klang der eigenen Stimme, es ist ein ganz komisches, ja, man kann nicht von einem Hall sprechen, sondern es ist, habe ich so noch nicht erlebt, ist beeindruckend. Interessant wäre es jetzt natürlich zu wissen, wie es ist, wenn hier wirklich 16.000 Leute drin sitzen und mucksmäuschenstill sind, wie dann die eigene Stimme wirkt. Ich hätte es ausprobiert, aber ich habe gerade keine 16.000 zusammengebracht. Ich bin da schmerzbefreit. Also es ist jedenfalls sehenswert, wenn ihr hier in der Gegend seid, schaut euch das an. Es ist auch, also wir haben jetzt kurz nach 10, es ist mit 21 Grad sehr angenehm hier durchzugehen, aber ich glaube auch, dass es im Sommer, wenn es heißer ist, einigermaßen geht, weil zwischendurch immer wieder so Pinienwäldchen sind, so kleinere. Ja, und auch ein leichtes Lüftchen weht. Ja. Also kann man das auch im Sommer anschauen. Deswegen werden halt die wahrscheinlich auch diese Gegend gewählt haben. Vermutlich. Ja, jetzt machen wir nochmal einen Schwenk.
Hallo ihr Lieben. So, Leute, wir sind ein Häusle weitergefahren. Wir sind in Mykene. Und ihr glaubt nicht, wer an dem Eingang vor uns stand. Die gleiche Schulklasse, die uns schon im Theater aufgefallen ist. Ja. Ja, wohlgemerkt ist das aber auch völlig wurscht, weil es sind, glaube ich, 10 Busse, die davor stehen. Ja. Also und es ist erstaunlich. Es ist ein Kommen und Gehen, es ist Wahnsinn. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass um die Jahreszeit hier tatsächlich so voll ist. Ja, wir stehen jetzt nicht vor dem Löwentor, sondern vor dem Löwengrab, dem Leintomb. Man sieht da hinten das ein bisschen. Und der Deckel da oben, der fehlt. Da vermutet man, dass der 15 Meter hoch war. Weiß man nicht genau. Ja, genaueres müsste man im Internet nachlesen. Ja, und viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Weil wir erst die Schulklasse vor uns haben laufen lassen. Genau. Damit man vom Löwentor ein bisschen was sieht. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Wir haben hier ein Ticket gekauft für 12 Euro pro Person. Für diejenigen, die über 65 sind. Ah, ich habe noch 1,5 Jahre. Kostet es dann wohl nur die Hälfte so. Also der Kinderpreis 6 Euro. Hätte ich warten sollen. War in Epidaurus auch schon so. Hätte ich auch warten sollen. Also das ist scheinbar normal. Hätten wir hier 1,5 Jahre gewartet. Oder du wärst am Orchidee gegangen. Oh, da war es frei. Genau. Da waren wir aber in Sparta und das war komplett kostenlos. Thank you.
So, da war der Chefpalast. Ja, man kann sich's nur vorstellen. Ich schätze mal, der hat sich jeden Abend zum Meer tragen lassen. Hallo ihr Lieben. Guten Morgen. Wir melden uns diesmal fast aus Korinth. Ja, fast. Knapp davor. Wir sind knapp davor. Wir sind gestern hier gelandet auf einem Stellplatz. Ja, nennt sich Camper Stop. Ja, Camper Stop. Genau. Wir wurden hier total super nett empfangen. Man hört es ein bisschen, der Stellplatz liegt, an der Straße. War mal eine Tankstelle, genau. Umgebaut. Ja. Man kann hier sogar Zimmer mieten. Ja. Und wir haben... Also nachts war es aber ruhig, es ist dann erst heute früh um 6 wieder halt Berufsverkehr. Genau, ab 6 Uhr fuhren wieder Autos, genau. Vorher war es ruhig. Ja. Für uns war das jetzt bloß so ganz gut, weil wir an den Kanal von Korinth wollen. Und weil wir Eva und entsorgen mussten. Genau, und das ist hier alles vorhanden. Ja, Versorgung, Entsorgung, Frischwasser. Ihr könnt hier duschen, super sauber duschen. Ganz toll. Toiletten sind da. Ihr könnt hier sogar kostenlos waschen. Du hast gesagt kostenlos? Das weiß ich nicht genau, aber es sind Waschmaschinen, es sind Trockner da, die liefen. Also es ist alles total super. Und man wird permanent gefragt, was man noch möchte. Wir haben auch dann Abend gegessen, ob wir Abendessen wollen. Genau. Das haben wir dann auch genutzt und haben dort schön gegessen. Das war total super lecker. können wir hier mal ein paar Bilder einstellen? Ja, ich habe ein Trümmerbratzen Fleisch gegessen. Seit langem mal wieder, ja. Fleisch. Waren wir irgendwie danach. Ja. Ja, und jetzt haben wir fernentsorgt und es geht weiter. Genau. Jetzt fahren wir zum
Wir wollen uns heute den Kanal von Korinth anschauen. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt überhaupt verstanden, weil jetzt fahren gerade ein paar Laster hier vorbei. Ja. Okay, wir stehen jetzt hier aber an der lautesten Ecke, also vorne. Ja, wir stehen an der Entsorgung. Ja, vorne steht man ein bisschen weiter drin. Ja. Also es ging. Wir haben schon schlechter geschlafen. Nee, und die fuhren ja dann nicht heute Nacht. Genau. Also da war es ruhig. Okay, aber wir fahren jetzt und da nehmen wir euch dann wieder mit. Wir hoffen, dass wir den Kanal finden und hoffen, dass wir nicht reinfallen. Okay, bis dahin. So, ihr Lieben, wir befinden uns auf der wahrscheinlich meistbegangensten Fußgängerbrücke der Welt. Idyllisch ist was anderes. Es ist hier laut, es sind viele Autos, es sind viele Touris, aber es ist halt mal der Kanal. Und den wollte ich schon immer mal sehen. Natürlich ist es nichts Spektakuläres, weil man ja von den Bildern her kennt, aber man muss mal da gewesen sein, finde ich. Für mich hat es auch noch einen anderen Grund, den erzähle ich aber hier im Video nicht. Hat was mit meiner früheren Tätigkeit als Soldat zu tun. Die Jule steht am Sicherheitsabstand, obwohl sie hier schon mal war, bis sie jung war. Da hat sie gesagt, hat sie nur kein Problem. Da war das kein Problem. Komisch. Das habe ich ja noch nicht so lang. Hast du dir anerzogen? Ja. So, die Jule hat gerade im Touristikbüro nachgefragt, wann es Bungee-Jumping angeht. Das ist nämlich hier. Hier ist die Plattform. Und ja. Aber die Jule hat gesagt, sie möchte kein Seil um den Bein haben. Sie macht Bungee-Jumping ohne Seil. Vielleicht ist das Wasser tief genug für den Körper. Ja, also sonst gibt es hier nichts viel zu sehen. Hier ist noch ein Touristikzentrum. Hier steht ein bisschen was über die Geschichte auf der Stele. Also wir haben 12 Jahre dran rumgebuddelt. Und ansonsten, ja, ist halt relativ unspektakulär. Du gehst hier über die Brücke, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Und kannst dann den Kanal betrachten. Aber imposant ist es auf jeden Fall.